Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Syndicate. Ja, wie ihr hört, ich habe meine Stimme wieder. Die Erkältung ist zwar nicht ganz besiegt, aber wenigstens ist meine Stimme wieder da. Ich meine, hey, das größte Kapital eines Let's Players ist nun mal die Stimme. Und ich finde es super, dass ihr wirklich Verständnis hattet. Die gute Besserungswünsche habe ich gerne angenommen. Vielen Dank nochmal. Und ohne große Zeit zu verstreichen, ist klar, weil ich meine, ich bin ja wieder da, es wird wieder natürlich weitere Folgen geben. Beschäftigen wir uns aber jetzt erstmal mit Syndicate, denn in der letzten Folge, ja, glaube ich, ging es heiß her. Ich meine, hier sind wir ja stehen geblieben, ich musste diesen Teil wiederholen, hatte auch einen Erfolg gehabt, weil ich auch in Deckung bin. Ich habe auch das Geschützturm gehackt gehabt, habe ich in der letzten Folge, glaube ich, nicht getan. Jedenfalls ist es so, Merritt hat mal wieder Kontakt. Der alte Hauding, nur ich frage mich, wo er war ja die ganze Zeit. Das letzte Mal haben wir ihn bei der Observation von der Dr. Droll gesehen. Typ. Aber egal. Ich meine, ich freue mich wieder, ich bin wieder am Start. Ich denke mal, ihr auch. Und, ja, gehen wir mal weiter, ne? Vor allem weiß ich, wer sich am meisten freut, dass wieder Syndicate läuft. Ja, der alte Hauding. Ja, der wird sich schon angesprochen fühlen, wenn er das hört. Ja. Ich habe auch gute Laune, muss ich dazu sagen. Ich meine, ich bin froh. Ich hatte so eine krächzende Stimme, kam mir vor wie im zweiten Stimmenbruch. Ah, ja gut, die Nase ist noch ein bisschen zu, aber ich denke mal, das ist jetzt nicht so tragisch. Wie, keiner da? Wusste doch. Was zum Hacken? Ich weiß, dass du dich bei mir melden wolltest, aber die alte Nummer ist nicht mehr sicher. Sag Lilly, dass ich die Daten jederzeit liegen kann, wenn sie sich sicher ist. Aber sag ihr, dass das Krieg bedeutet und Blut in den Straßen. Systempräventivschlag gegen sie plant und dass sie vor ihnen zuschlagen müssen. Sag ihr, dass ich es machen werde, aber sag ihr auch, dass ich es nicht fassen kann, dass es so weit kommen musste und dass sie das allen Ernstes will. Oho, oho. Also Krieg wird es geben? Ist doof. Ich meine, eigentlich dachte ich mal, dass der gute Kilo mal Urlaub nehmen kann, nach dem ganzen Stress, und den Stress, den er jetzt noch bestimmt der Dr. Roll noch haben wird. Aber nö. Natürlich wird noch Krieg geben und natürlich ist Kilo voll dabei. Greife auf Sicherheitskameradaten zu. Identifiziert Humanobjekt Lilly Droll und Kollege. Okay, gut. Alleine ist sie nicht. Ich hoffe, ich habe Zeit, mich hier umzusehen. Nicht, dass ich irgendwo gleich reinlaufe und da kommt eine Zwischensequenz. So wolltest du es immer haben, hm, Chris? Revolution in Glanz und Gloria. Die Macht hat der, der die meisten Gewehre hat. Ist doch immer so. Ich habe die Welt nicht gemacht, Lilly. Ich will sie bloß verändern. Du wolltest meine Hilfe haben. Das ist meine Hilfe. Ich dachte... Du wolltest einen besseren Chip bauen. Den Verbrauchern ihre Menschlichkeit zurückgeben. Aber die wollen sie nicht mehr. Macht, Wohlstand, grelle Lichter, viel attraktiver. Benham hat die Veränderung blockiert. Ich... So viele Menschen werden sterben. Ja! Aber scheiß auf sie alle. Die hatten ihre Chance, die Seiten zu wechseln, aber jetzt ist es zu spät. Das macht dir Spaß, ha? Hey, 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 hey. Ich habe Chan keine Taten geschickt und ihn darum gebeten, sie Cayman Global zu geben. Du hast diesen Krieg ausgelöst, Lilly, nicht ich? Verdammt nochmal, meine Jungs hier halten dich für eine Heldin der Revolution. Stimmt's, Jeff? Toll. Also, ich hab's ihnen schon gesagt, wenn mir was zustößt, trittst du in meine Fußstapfen. Nein, nein, nein. Vergiss es. Tut mir leid. Ist schon passiert. Schnall dich an, Lilly. Die Zeit für Kompromisse ist vorbei. Für immer. Oha. Identifiziert DWB-Anführer Chris Delaney. Agentenname Logos. Schön, schön. Also gleich treffen wir bestimmt auf den weiteren Agenten. Die Situation der Großmächte des vergangenen Jahrhunderts kann als Parallele zur heutigen Lage dienen. Okay. Schauen wir uns diese Ära einmal an. Es ist fraglich. Wird sehr interessant, Leute. Entschuldigt wirklich, dass ich so leise bin. Hätte ich das gewusst, hätte ich während meiner Stimmenbruchphase
das Video aufgenommen. Ich meine, ich komme ja eh nicht viel zum Reden. Aber das ist jetzt viel interessanter. Aber ist doch hier in der Nähe, oder irre ich mich? Niemals an schlichtem Widerstand zu zerbrechen. Aber wenn sich zwei oder mehr dieser Syndicates in einem Krieg verstrickten. Nun, ich überlasse... Ja, ist egal, ich glaube, wir müssen einfach durch die Tür. Werde ich auch jetzt einfach mal machen. Ohne großes Palaver. Rein damit. Kilo, bin unten und richte ein wenig Chaos an. Diese Bestien haben mich nett begrüßt, aber ich bringe ihnen Manieren bei. Bis gleich. Ach, tust du jetzt auch mal was für dein Geld? Ist ja schön, ist ja echt freundlich. Ganze Zeit spazieren gewesen und ich habe die ganze Arbeit gemacht. Ich mochte unseren Kollegen Merritt. Ah, ne, fährt das Ding jetzt mal weiter? Ach so. Da ist sie. Da ist sie. Da kommt er. Ah. Sei vorsichtig. Los. Bleib doch stehen. Muss ich mich jetzt mit dir kloppen? Ah. Zum Glück habe ich die EMP-Granaten. Okay, Leute. Wieder ein Bossfight. Hoffentlich kann ich das souverän meistern. Oder wird das vielleicht wieder ein epischer Kampf wie mit Ramon? Ah, fuck. Komm, 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 komm. Komm. Da bist du. So, da bist du. Komm. Wo bist du? Wo bist du? So, schnell, schnell da. Ja, 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 ja. Komm. Okay, okay. Du bist wieder. Ja? Gold, Junge? Ich höre sowas gerne. Okay, du bist wieder versteckt. Und hier. Ah, MP-Granaten. Schön. Den brauche ich gerade nicht. Oder? Wo ist er? Da bist du, bist du, bist du. Komm, 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 komm. Der ist echt flink, der Typ. Kann ich jetzt schon nicht leiden. Kannst du vielleicht klären? Wo bist du? Weißt du das überhaupt? Was Tausende getötet, Kilo. Und du weißt es nicht mal mehr. Was? Tausende? Also, ich habe das Let's Play verfolgt. Oft war es nicht. Wo bist du? Scheiße, Mann. Ja. Komm, das war doch ein sauberer Treffer. Wow. Alter. Au. Oh, immer die Nase. Du bist ein Monster. Nee, 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 nee. Oh. Au. Hilft mir mal einer. Es gibt keine Erlösung für dich. Viel Feuer. Doch, gibt's, mein Freund. Was? So, ich mit der Knarre. Aber die Geschehnisse kannst du nicht aufhalten. Okay, 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 okay. Scheint Round 2. Okay, okay, okay. Granatenfight, Granatenfight. Granatenfight? Ich habe keine Granate? Alter. Bazooka? Oder was? Ah nee, das. Na, oh, ich sehe schon Bazooka. Bist du, da bist du, da bist du. Ich sehe dich schon. Du bekommst sie nicht, Kilo. Ich bekomme sie, mein Freund. Okay, 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 okay. Ich muss ruhig bleiben. Ich muss ruhig bleiben. Alles wird so ablaufen, wie es mag. Wo bist du? Wo bist du? Du hast bestimmt eine Granate in der Hand. Hä? Hä? Okay, Leute, das wird spannend. Das wird spannend. Fuck. Da bist du. Hab ich auch da gesehen. Komm, 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 Kilo, komm. Ja. Ah, verdammt. Beamt er sich oder wie? Ja, wird er... Wird nicht jeder benutzt, mein Freund? Wo bist du denn? Geh doch nicht spazieren. Okay, okay, da bist du wieder. So, so, jetzt will ich dich auch vom Nahen.
kann nicht so schnell schießen, leider. Tut mir leid, Freunde. Ah, das ist ein Fight, der mir tierisch nicht gefällt, wegen dieser scheiß Karre. Fuck. Gleich geht er ab. Okay, okay, okay. So. Ja, ich hab ihn erwischt. Epic Fight. Oh, Alter. Nee. Oh, wie scheiße ist das denn? Oh, nee. Oh, ich könnte mir den Arsch beißen. Warum trägt ich dann so Selbstzünder bei sich? Oh, du Mistkerl. Du Mistkerl. Ah, Alter. Was ist mit mir los? Ey, das hatten wir aber vorher nicht, oder? Traumstatus, was ist das denn? Oh, ey, ich sehe kaum. Oh, Alter. Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Ich kann nichts erkennen. Okay. Muss von da kommen. Ah, ey, die Waffe hat er voll. Also diese Fähigkeit hat er nicht genutzt. So. Da bist du, Freundchen. Was? Alter, was soll die Kacke? Was soll der Scheiß jetzt? Ah, es kotzt mich jetzt an. Da hatte ich ihn besiegt und ich habe gedacht, in einem Part geht's mal gut. Wo bist du? Du bist blind. Du hast die Augen geöffnet, aber du siehst nichts. Verkehr. Also der Kampf ist jetzt brutaler. Was? Wie hat sich das auf einmal so geändert? Ach, da. Ah, ey, das kotzt mich jetzt an. Ich meine, okay, das macht die Sache jetzt viel schwieriger, ist klar. Da ist er, komm. Ey. So. Lilly hatte auf dich gehofft, Kilo. Ja, ich habe auch von ihr besser gedacht. Okay. Okay, okay, Freundchen. So, du gehst mit tierisch am Keks, Freund. Leute, ich kann es nicht versprechen, aber es kann sein, dass ich überziehen werde. So. So. Jetzt, oder brauche ich nicht zu überziehen? Jetzt flieg in die Luft, komm, Freund. Du wirst mit dem Kilo. Bam. Chris Delaney. Boah. Agenten Name Logos eliminiert. Penner. So eine Scheiße. Gib mir deinen Chip. Oder was immer du da hast. Jo, an seinem Arm war wohl ein Chip. Nü? Ah, Halleluja, Leute. Ich hab's gepackt. Boah. Nur mit einem Schwarz. Ja, machen wir das auch mal, komm. Boah, ey. Alter. Das war ein Typ. Wir haben es gepackt. Aber warum bin ich denn immer noch so duselig? Weiß der Geier. Ich habe keinen Plan. Okay, Leute. Ich kann es ja hier beenden. Wir hatten echt einen geilen Kampf. Ein Gefehle, macht nichts. Jedenfalls, ich bin wieder da mit neuer Stimme. Wenn es euch gefallen hat, abonniert, kommentiert, bewertet, schreibt auch was bei Facebook. Ich werde auf jeden Fall da antworten. Da kommen auch die neuesten Nachrichten von mir. Und wir sehen uns demnächst zu einer weiteren Folge Syndicate. Viel Spaß und ja, noch einen schönen Tag. Tschüss, Leute.